Feuchte, kühle Laubwälder. Hier lebt ein auffällig gefärbtes Tier, das fast jeder kennt. Aber in der Natur sieht man ihn nur selten. Der Feuersalamander. Auf dem Waldboden führen die Tiere ein verborgenes Leben. Tagsüber halten sie sich zum Beispiel unter Totholz versteckt. Feuersalamander fressen alles, was sich bewegt und in ihr Maul passt. Nacktschnecken und Regenwürmer stehen bei den Lurchen besonders hoch im Kurs. Neben Würmern darf eins im Salamanderwald nicht fehlen: sauberes, fließendes Wasser. Das brauchen die Tiere zur Vermehrung. Die Fortpflanzung des Feuersalamanders ist einzigartig unter den Amphibien. Weibchen legen keine Eier. Sie setzen zahlreiche Larven ab, die von Anfang an völlig auf sich allein gestellt sind. Diese Larve ist schon sehr weit in ihrer Entwicklung. Denn die schwarz-gelbe Färbung kommt bereits durch. Auf dem Schwanz trägt sie einen Flossensaum, der ihr beim Schwimmen hilft. Mit den großen Kiemen am Kopf atmet der junge Salamander wie ein Fisch. Auch Bachflohkrebse leben in sauberen Waldbächen. Sehr zur Freude der hungrigen Salamanderlarven. Ausgewachsene Feuersalamander an Land werden meistens bei Dunkelheit aktiv. Wie alle Amphibien sind die Tiere wechselwarm. Das bedeutet, dass ihre Körpertemperatur so hoch ist wie die Außentemperatur. Entsprechend langsam und gemächlich sind die Lurche in milden Nächten unterwegs. Meistens sitzen sie auch einfach nur still da. Gerne tun sie das auf Wegen oder anderen ebenen Flächen. Dort bietet sich eine bessere Übersicht als im Laub. Mit ihren großen Augen können Feuersalamander im Dunkeln gut sehen. Nach einiger Zeit kehren die Tiere wieder in ihre Tagesverstecke zurück, um in einer anderen Nacht aktiv zu werden. Thank you.